So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe von JFD Live Trading TV. Heute konnte der DAX nicht über 9.800 Punkte ansteigen, jedenfalls nicht nachhaltig. Der Höchstkurs lag bei 9.803 Punkten. Und heute Morgen habe ich eine neue Kaufzone deklariert und da touchierte der DAX heute Morgen direkt rauf. Allerdings war diese Kaufzone jetzt erstmal nur benannt worden, kein exaktes Kaufsignal, kein Kauflimit wurde benannt, da auch im Dow eine Short-Position lief und hier war eigentlich das Bild etwas klarer, dass es hier erstmal auf die 16.860 zurückfallen könnte. Kurzfristig oder zwischenzeitlich lag man hier deutlich im Plus, denn das Verkaufslimit lag bei 17.060, was Freitag fast der Höchstkurs bedeutete. Heute stieg der DAX, stieg der Dow noch bis an 17.099 an. Und siehe da, diese Linie, ich muss den mal nachher nochmal nachtesten, ist wirklich exakt angelaufen worden und abgeprallt. Das Verkaufslimit lag aber ein Stück höher und bleibt vorerst noch erhalten, dass ich hier das morgen schon noch ein Stück ausdehnen kann. Ist zwar jetzt alles sehr spekulativ, das erste Verkaufslimit war spekulativ, das ist spekulativ, da wir ja hier seit dem Tief, was wir gefischt haben im DAX, im Dow jetzt nicht, in einer kräftigen Aufwärtsbewegung sind. Aber nichtsdestotrotz könnte es eben hier jetzt zu einem kleineren Top wieder kommen. Deswegen bleibe ich investiert und schau die Sache eigentlich recht relaxed an, da die letzten Wochen genügend Gewinne aufgelaufen sind. Deshalb war auch hier im DAX erst bei 9,6 wäre ich bereit gewesen zu kaufen. Wie sieht das Bild im Tageschart aus? Ja, ist weiter noch an der ehemaligen Aufwärtstrendlinie. Hier könnte jetzt im Prinzip noch alles passieren, ja, bis 10.000 Anstieg. Und hier habe ich die Limit, die Targets geklaut. Hier liegt noch eins, eben bei 10.130 Punkten. Welche Aktien bzw. welches Sektor in Amerika gar nicht lief, war der Internetsektor. Da habe ich hier auf Godmode Trader des Öfteren oder nach und nach von den Größeren mal eine Analyse veröffentlicht. Jeweils sahen die Chartbilder ähnlich aus, aber dennoch an unterschiedlichen Stellen treten die Aktien, ohne ein Kaufsignal auszulösen. Hier sieht man, ist er hier in der Keilformation abgeprallt, unten wieder aufgelaufen. Facebook, das war hier eine Punktlandung. Höchstkurs war hier 110,55, kein Kaufsignal. Hier war präferiert, dass es nach unten geht. Aktuell wieder an dem EMA 50 abgeprallt. Und genauso bei Amazon, eine andere Technik, ja, hier. Der Rainbow war hier drauf aus, dass es hier abprallt. Da kam hier auch, wie man sieht, exakt der Verlauf. Und hat hier das Alternative, was natürlich sehr spekulativ war, da hier der Stopp relativ schlecht natürlich zu platzieren ist. Man muss dann immer solche Setups in den unteren Zeitebenen beachten und da auf Stundenbasis, 4-Stunden-Basis einen Stopp suchen. Wäre sicherlich möglich gewesen dann. Aber hier suche ich eher den Einstieg, ja, bei 5,50. Das Tief war
55 schon wieder. Also passt es hier auch. Was nicht so gut passt, da kommen wir jetzt auch drauf, ist US-Dollar, kanadischer Dollar. Da liegt er jetzt 2-3 Tage unter dem EMA 200 hier auf Tagesbasis. Also das ist jetzt definitiv schon negativ. Ich warte hier trotzdem noch einen einzigen Tag ab. Morgen muss was zeigen, sonst ist der Wert weg. Euro-kanadischer Dollar, da liegt man ja knapp im Minus. Allerdings sieht hier eben das Bild deutlich besser aus für das Szenario. Das Neue, was ich heute vorgestellt habe, ja, muss man aktuell eben auch nicht, gibt es noch kein, absolut kein Kaufsignal hier auf 4-Stunden-Basis, deutlich darunter und auch in der Stundenbasis, 4-Stunden-Basis natürlich auch. Das andere Sorgenkind ist hier der Euro gegen Pfund. Da bin ich nahe dran. Erreicht es hier ein neues Tief, wird es direkt auf das letzte Kerzenhoch gesenkt, der Stopp. Da will ich kein größeres Risiko mehr eingehen. Das kann er auch jederzeit nach oben gehen. Hier ist es an der 07777 Marke, direkt der Stopp. So, auf ein Setup, das ist wirklich, läuft da hier mega, hieß auch dann Monster-Kaufsignal, lief nicht wieder in die mögliche Kaufzone zurück, die war ja hier bei 0734 abgesteckt. Und ja, ist heute hier nochmal vom Tief bis zum Hoch fast wieder 100 Pips angestiegen. Über 1%. Das kann sich hier sehen lassen. Womöglich werden aber hier morgen eben Gewinne mitgenommen und einen tieferen Einstieg dann gesucht. Das war's. Danke fürs Zuhören und ich werde morgen noch sicherlich noch ein anderes Setup finden. Danke und bis dann.